Als ich hierher nach Frank gegangen, das ist schon lange her, verstand ich dieses Fränkisch nicht, das war für mich sehr schwer. Um mich zu unterhalten, da wusste ich nicht wie. Ich hab zuerst geglaubt, mein Gott, das lernst du nie. Dann traf ich ein paar Leute, die aus Siebenbürgen waren. Die lebten schon seit länger hier, waren nicht so unerfahren. Und so nach 20 Bierchen verrieten sie mir die Tricks. Wenn's wirklich einmal schwierig wird, verstehst du einfach nichts. Danke, nix versteht, hab ich dann nur gesagt. Dann hat gleich jeder dumm geguckt und nochmal nachgehakt. Bitte, danke, nix versteht, war meine Reaktion. Dass das nicht immer klug war, das weiß ich heute schon. Nachdem ich mich hier eingelegt, wollte ich in Urlaub fahren. Ich packte meine Koffer, nach Rumänien wollte ich fahren. Im Land dort angekommen, hielt ein Polizist mich auf. Er wollte von mir Geld haben, weil dort ist so der Brauch. Bitte, danke, nix versteht, hab ich zu ihm gesagt. Da hat er mich nur angeguckt und nochmal nachgehakt. Bitte, danke, nix versteht, war meine Reaktion. Das war vielleicht nicht gut, das weiß ich heute schon. Auf die Wache und sperrte mich dort ein. Es war für mich die Hölle, ich bettelte ihn an. Was willst du, sagte er zu mir, hol mich bitte raus. Da kam auch prompt die Antwort, wie du kannst, kann ich auch. Bitte, danke, nix versteht, hat er zu mir gesagt. Da habe ich vielleicht dumm geguckt und sofort nachgehakt. War seine Reaktion, denn er ist mir am nächsten, so ist das halt mein Sohn. Bitte, danke, nix verstehen, ich hab was falsch gemacht. Das wird nicht mehr passieren, hab drüber nachgedacht. Bitte, danke, nix verstehen, der Satz kommt ihm hervor. Nun gib dir einen Ruck, lass mich durchs Himmelstor. Bitte, danke, nix verstehen.